Hallo ihr Lieben, heute gibt's Erdbeermarmelade und ich danke euch, dass ihr so nett einschaltet und so viele Follower sind oder Zuschauer. Ich hab's nicht so mit dem Englisch. Also, Dankeschön und auch für die netten Kommentare und die Daumen. Also mache ich weiter so. Denke mal, es ist interessant. Ich habe nämlich so ein wunderschönes Gerät, eine Küchenmaschine, die auch kocht und das ist das Schöne an der Sache. Es ist eine preiswerte Maschine, nicht so wie diese ganz teure mit dem Internet. Ich gucke zwar sehr viele Rezepte im Internet, aber da suche ich mir das Beste heraus und dann mache ich es einfach so. Meins ist heute mal ganz einfach, wie man es so macht. Das andere mache ich später mal mit dem Zucker. Ich nehme immer 3:1, das heißt nicht ganz so viel Zucker. Das sind 3 Teile Früchte und 1 Teil Zucker. So, und da ich es schon gewogen habe, es sind 1000 Gramm, die Schüssel wiegt 200 Gramm, etwas über 800 Gramm ist es dann. Und das hier wäre 1500 Gramm, also nehme ich so etwas mehr als die Hälfte davon. Meine Gläser habe ich schon ausgekocht, sie sollten heiß sein. Ich werde es auch nochmal anstellen, weil ich war zwischenzeitlich einkaufen. Und in dem Moment sind sie schon wieder kalt geworden, ne? Weil ich das Acker gesucht habe. Gab es aber leider nicht. So, das kochen wir kurz aus. Wenn die Gläser nämlich heiß sind, umso schöner ist das. Dann bleibt es auch gleich wieder ja, warm, wenn ich es einschütte in dieses Glas. So, und diese Maschine kocht also auch. Das heißt, für mich ist das ganz einfach. Ich mache eine ganz kleine Mühe Wasser rein, damit das unten nicht anbrennt. Etwas mehr als die Hälfte von Zucker. Da ich noch ein bisschen Geschmack reinhaben möchte, habe ich ein Minzblatt mit reingemacht. Ja, und ein wenig Vanille. Ich liebe Vanille. Marmelade. Ach, ist egal, was ich liebe Vanille. So, und wir sehen uns dann wieder. Ich stelle das nämlich heute ein auf, es muss ja erst kochen, 10 Minuten. Achso, ich muss es umschalten. Ich mache es mal auf 10 Minuten, dass es erst kocht. Hier kann ich in der Zeit schon wieder ausmachen. Und jetzt mache ich auf ganz leichtes Drehen. Das heißt, ich drücke lange drauf, dann ist minus 1 und dann dreht sich das nur ganz sanft. Und zum Schluss dann, wenn sie fertig ist, dann mache ich sie noch ganz fein. So. Und jetzt die Temperatur. Ich fange mal mit 100 Grad an und dann stelle ich es nochmal runter. Und wir sehen uns wieder, wenn sie gekocht ist, dann zeige ich es euch dann weiter. Bis nachher. So meine Lieben, da bin ich wieder. Meine heißen Gläser stelle ich gleich auf das Tuch. Es wird mal ganz kurz laut, denn ich möchte jetzt die Marmelade nochmal richtig schön fein machen. Ich mache es aber nicht ganz so lange, damit ich so ein paar Stücke noch drin habe. Das mag ich so. So, und da stelle ich es mal auf groß und lasse es mal noch einen Moment richtig schön fein. Jetzt stelle ich meine Hefe auf den Tuch. Ich hoffe nicht, dass es zu viel werden.
raus. Muss ja alles schön desinfiziert werden. Da sind gleich welche fürs nächste Mal, nehme ich an. So viel wird es nicht werden. Also, ist wunderschön fein. Und dann kann ich das mit dem Gerät, mit der Schnäppe schön einfüllen und sauber. Immerhin vier Gläser, mal sehr schön. Sonst sollte jetzt wirklich was daneben getropft sein, wie es hier passiert ist. Mit dem Tuch immer schön abwischen und sofort den Deckel drauf. Richtig zumachen und auf den Kopf stellen. Aber das nur ganz kurz. Das ist deshalb, damit die Luft rausgeht aus den Gläsern und deshalb, ja, nicht schimmelig wird. Ein paar Minuten, nicht immer Minuten und gleich wieder rumdrehen. So. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich will dann Marmelade machen ohne Zucker. Das ist mit Datteln und mit Agar-Agar. Das zeige ich euch auch noch mal. Danke. Tschüss fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.